Freunde, und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition, Windows 10 Edition. Und heute wollte ich euch mal das Dynamic Duo Texture Pack vorstellen. Ich glaube, das hieß so, ich habe den Namen, der sagt mir nämlich nichts, deswegen habe ich ihn auch schon wieder vergessen. Ist ein PvP Texture Pack, also es ist eigentlich eher für PvP gedacht. Hat den Sinn, schaut das Interface unten an, es ist komplett anders. Wenn man hier öffnet, also es hat ein komplett anderes Layout. Die Klamotten sehen anders aus. Ich finde, die sehen auch eigentlich recht cool aus, recht klare Texturen. Und sie haben minimal an normalen Texturen was geändert. Hier seht ihr die Grasblöcke, die Erdblöcke und ein bisschen die Ziegelsteine, glaube ich, sehen klarer aus. Ne, normaler Cobblestone. Ein normaler Stein sieht anders aus. Wobei der Cobblestone sieht auch anders aus. Also wirklich so ganz, ganz minimale kleine Änderungen. Da vorne seht ihr vielleicht. Also ich muss mir echt mal ein Pack, eine Map erstellen, wo man alle Items hat. Da seht ihr zum Beispiel die Kohle. Also die ganzen Ressourcenblöcke sehen auch komplett anders aus. Und hier seht ihr schon den Bogen, der sieht... Ich finde, der sieht cool aus. Wie gesagt, es ist für PvP gedacht. Das Schwert ist ein bisschen klein geraten, finde ich. Eher wie so... Assassine. Ja, ansonsten finde ich jetzt gerade nichts Großartiges. Also sie haben, wie gesagt, nur ein paar Texturen ein bisschen verändert, bisschen... Ich finde, das sieht ein bisschen... Autsch, schärfer aus. Kann man sich mal geben, kann man mal testen, indem man für die Leute, die PvP spielen, muss ich auch irgendwann mal wieder machen, wenn es dann mal auch auf Windows 10 richtig läuft. Haut euch rein, Link ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, falls mal wieder ein tolles Texturenpack kommt. Dann würde ich sagen, ciao, ciao.